Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 aus der 100 Baby Challenge. Ja, wir sind im Krankenhaus. Gerade werden Kinder, ich hoffe mehr als ein, also Zwillinge, geboren. Wir werden es sehen. So, wir brauchen einen Vornamen mit N. Ich nehme mal Nils. Marco. Marco ist der Vorname des Vaters. Und noch ein Junge. Nepomuk Marco. So, Zwillinge, zwei Jungs. Und ja, er, der Arzt, ist der Opa. Sein Sohn ist der Vater der Kinder. War mir nicht bewusst, dass er der Arzt ist. Das Schneefest hat begonnen, okay? So. Okay. So, zurück nach Hause. Nee, kein Glas Wasser nehmen. Wir gehen jetzt heim. Oh. Oh. So, sehr schön. Ja, das war ein kleiner Upsi-Moment. Als wir ins Krankenhaus kamen und dann ich dann gesehen habe, dass der Vater von unserem Sohn absetzen, Mareike absetzen, Martina. So, wo müssen wir gerade mal die Kiddies suchen? Wo sind die denn gelandet? Da. Die kommen natürlich hier hin. So. Nepomuk und Nils. Nepomuk ist ein ungewöhnlicher Name. Ich weiß, aber fiel mir gerade ein und ich fand ihn ganz passend. So, die zwei kannst du... Ja, die sind beide nicht hungrig. Die können wir einfach da reinlegen, dann passt das. So. Wäsche trocknen. Bitte. Kannst danach ruhig wieder weiter spielen, wenn du willst. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass du da am Spielen warst. Okay. So. Du kannst mal hier noch säubern. Putzen mit Elan. Und du hast, glaube ich, Hunger, ne? Ja, wir könnten was essen. Mehr Auswahl. Ein Gericht nehmen. Zitronen können wir mal verkaufen. Grüne Bohne können wir mal verkaufen. Ach, wir haben die Geburtsurkunden. So. Hi. Nein, kein Interesse. Die könnten wir hier hin machen. So. Alles versorgt. Was macht ihr? Bei euch ist auch alles gut. Meilenstein, erstes Wort freigeschaltet. Und da ist eine Windel fällig. Mehr Auswahl, Babypflege, schmutzige Windel wechseln. Einmal schmutzige Windel wechseln, bitte. Da müssen wir wieder ein Klo putzen. Das kannst du vielleicht gerade mal zuerst dann machen. So. Da schreit der Nächste. Mehr Auswahl, Babypflege, füttern, stillen. Ja, ja. Räum das mal auf. Wütend wegen ungewolltes Geschwisterkind. Ja, die sind dann ein bisschen zickig manchmal, ne?
Die sind da manchmal ein klein wenig zickig. Da ist jemand müde. Dann würde ich sagen, geh du mal in die Haya. In die Haya gehen, sehr gut. Dich könnten wir vorher noch füttern. Mit Leonie plaudern. Mehr Auswahl, Babypflege, füttern. Siva. Hör mal auf damit. Du sollst das Baby füttern. Danke. Was ist hier wieder los? Herausfinden, was los ist. So. Erstmal füttern. Anubu. Und dann darfst du mal herausfinden, was los... Ah, ich sehe schon, was los ist. Mehr Auswahl, Babypflege, Windel wechseln. Da brauchen wir gar nicht herausfinden, was los ist. Wir sehen es schon. So, du kannst auch in die Haya gehen. Du bist nämlich auch müde. Und du... kannst das mal wegwerfen. Und du, würde ich sagen, gehst dann auch mal schlafen. Ist, glaube ich, kein Fehler. Wenn du mal hier noch... Was hast du vor? Nickerchen machen, lass das. So, Wäsche machen. In Waschmaschine stecken. Mal gucken, ob sie das auch wieder direkt... ob sie die Waschmaschine direkt wieder anmacht. Oh, der Trockner ist kaputt. Moment, dann darfst du den erstmal reparieren. Ne, jetzt macht es nicht. Schade. Steh gerade nochmal wieder auf. So, du kannst auch mal schlafen gehen. Du bist auch müde. Level 8 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Ja, du musst los. Wir haben Tuning-Teile erhalten. Die ist unglaublich schnell, was Reparaturen angeht. Flusenfilter reinigen. Und dann können wir nochmal Wäsche trocknen. So, und dann kannst du nochmal schlafen gehen. Und wir hoffen, dass uns die zwei Rabauken hier schlafen lassen. Ja, morgen werden die zwei älter. Hier am Sonntag. Da. Können wir sie älter werden lassen. Oh, das Waschbecken sollte Conny mal noch sauber machen. Kommt Zeit, kommt Waschbecken. Ihr schlaft... nur ihr zwei nicht, ne? So, steh mal auf. Du hast Hunger, ne? Du hast wahrscheinlich Hunger. Wie sieht's bei dir aus, Conny? Bei dir ist soweit alles noch grün. Du kriegst Hunger. Achso, das bist du. Dich müssen wir füttern. Eine, ja, Sozialhase. Nix Sozialhase. So, du fütterst. Da muss jemand aufs Klo. Aber muss noch nicht gefüttert werden. Aber dich müssten wir füttern. Dann können wir dich gleich mal aufwecken. Und du hast auch Hunger. Du könntest dir mal was holen. Verdorbenes Essen aussortieren. Und dann gönnen dir... Oh, da hat jemand schon von dem Kuchen gegessen. 9 Tage, 6 Tage, 6 Tage.
Ach so, das ist die Portion, die sich Conny geholt hatte, wo dann die Meldung kam, dass die Wehen eingesetzt haben. Sie solltest du wecken. Mehr Auswahl füttern. Der Geburtstag naht, jawohl, die haben am Sonntag. Also morgen, dann würde ich sie morgen, so morgen Vormittag halt älter werden lassen. So, warum bist du wach? Du kannst nochmal wieder schlafen gehen. So. Dann kannst du sie da mal ablegen. Schlafen legen und Schlaflied spielen. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Da ist der nächste Schreihals. Mehr Auswahl füttern. So. Oh. So. Einmal Baby stillen. Die werden zum Glück zeitnah älter. Wann haben die eigentlich? Müsste auch bald sein, ne? Ach, da haben alle vier. Okay. Sehr schön. Dann können wir eigentlich noch gleich mal einen Kuchen backen. Oder das machen wir morgen früh. Wobei, wenn die jetzt gerade ruhig sind, dann würde ich einen Kuchen backen. Nutzen wir die Chance. Kochen. Ja, das ist irgendwie immer so ein bisschen buggy, ne? Hamburgerkuchen machen wir noch einen. Sie schläft sehr schön. Was ist mit dir? Du schläfst, du willst spielen. Big Block. Okay. Dann fang mal an. So, während derweil du den Kuchen machst, dann kannst du da direkt Geburtstagskerzen hinzufügen und dann können wir die morgen älter werden lassen, die Säuglinge. Schön mit Geburtstagskuchen. Wer von euch schreit? Ah, okay. Schreiendes Baby. Weil? Weil halt. Einfach weil. So, Hauptsache, du machst erst den Kuchen fertig. Und dann könntest du gleich mal Geburtstagskerzen hinzufügen, dass mit denen keiner isst. Kannst du hier sauber machen? Nee. Leider nicht. Nicht in dem Alter. Das können wir mal zumachen. Ich dachte gerade, die würde jetzt hier Geburtstagskerzen entzünden. Ich dachte gerade, die würde sich jetzt ein Stück nehmen. Da sehe ich schon, sind Windeln fällig. Da könnte Hunger sein. Würdest du bitte... einfach mal Windeln wechseln? So, Nils, Marco und Conny sind soeben gute Freunde geworden. Sehr schön, wir haben Geburtstagskerzen, das heißt, wir können die morgen altern lassen. Du kannst hier gerade mal noch aufräumen, das ist nämlich dein Teller. Und die Wäsche sollte fertig sein. Trocken und warm. Sehr gut. Kannst du auch machen. So, was ist da?
Hunger? Hunger oder... Wo bist du jetzt unterwegs? Ach, du nimmst die Flasche auch noch mit. So, eine Windeln packen wir mal weg. Dann könntest du den auch noch gerade leeren. Drin wühlen brauchst du nicht, das ist eklig. Da sind gebrauchte Windeln drin. Da wollen wir nicht drin rumwühlen. Beim besten Willen nicht. So, du müsstest aufs Klo, meine Liebe. Und willst ein Stück Kuchen essen? Gut. Mehr Auswahl. Den Kuchen kriegst du. Die ist echt so ein richtiges Schleckmaul. Hauptsache süß. Oh. Dann weiß ich schon, wer das hier gleich säubern darf. Ach, das ist sauber. Okay. Wie geht's dir? Du kriegst Hunger. Du solltest dir auch mal was holen. Ja, Kinder können leider auch keine keine Klos putzen. Wo bist du unterwegs? Warst irgendwo draußen? Im Winter, ne? Dann könntest du eigentlich gleich mal noch gucken. Also kannst du das auch? Ne, das können nur Erwachsene. Wir gehen mal auf warm. So, Wäsche trocknen bitte. Das muss natürlich auch noch sein. Piep, piep. So, dann würde ich sagen, gehst du mal wieder schlafen. Und du kannst dich gleich um das Kind kümmern. Da ist mal wieder die Windel fällig. Aber erst kurz mal die Heizung anschalten. Oh, das Waschbecken ist auch dringend nötig zum Putzen. Huhuhuhuhu. Aber Waschbecken putzen geht eigentlich, glaube ich, relativ schnell bei ihr. Und das darfst du dann auch nochmal säubern. Warum bist du jetzt wach? Du kriegst Hunger. Bei dir nix. Okay. Dann können wir dich gleich noch wecken. So, einmal Windel. Halleluja. Diese Stille. So, Waschbecken putzen dürfte relativ zügig gehen. Das kann ich leider die Kinder auch noch nicht machen lassen. Das ist ein bisschen schade, ne? Würde ja. Aber geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ah, jetzt ist es sauber. Sehr schön. Du blubberst und brabbelst vor dich hin. Was hast du denn mit ihr vor? Absetzen? Warum? Darf ich mal fragen, warum? So, du kannst gerade mal die Wäsche weglegen. Danach darfst du gerne weiterspielen. Wo hast denn du das Ding hingestellt? Ach da. Spiel ruhig weiter. So, ja, den Sinn, warum sie das Kind hier jetzt abgelegt hat, verstehe ich nicht so ganz. Von
von Conny gefüttert. Babypflege. Kannst du irgendwas machen? Was sollte der Blödsinn jetzt, Conny? Du bist Mareike. Und du kommst jetzt nicht an sie dran, ne? Deswegen. Du bist ein bisschen doof. Kann das sein? Und wo gehst du jetzt hin? Meilenstein klatschen freigeschaltet. Du bist schon ein bisschen dämlich, das muss man schon sagen. Der Geist von Alex schwindet, ja. Ja, legst du sie jetzt bitte hin. Stillen. Conny. Wer von euch ist hier beschäftigt? Ah, Meilenstein. Conny. Du bist ein bisschen doof, ne? Du bist ein klein wenig dämlich. Machst du jetzt mal was? Das Kind, das am wenigsten braucht, das schleppst du jetzt hier durch die Gegend. Du bist doch eine hohle Fritte. Eine absolut doofe Nuss. Leg das Kind da rein. Du bist wirklich unmöglich, Conny. Absolut unmöglich, das muss man ganz klar sagen. Da hat jemand Hunger, da hat jemand Hunger. Und es ist Winter. Aber heizen kann man zum Glück angestellt. So. Das braucht man nicht mehr, aber wir können sie hier auch füttern. Mehr Auswahl füttern mit der Flasche. Halleluja. Limba. Yamenubu. So, fütter sie bitte. Was kümmerst du dich jetzt um sie? Die hat am wenigsten Bedürfnisse. Alle anderen haben gerade mehr. Ah. Sie solltest du noch mehr Auswahl füttern. Weil sie hat, glaube ich, sehr viel mehr Hunger. Du bist Martina. Genau, Martina hat sehr viel mehr Hunger. Hm. Ja, hast merkwürdige Prioritäten, Conny. Legst du sie bitte hin. Ja, sie ist sehr hungrig, ich weiß. Sind gerade alle irgendwie sehr hungrig. Was machst du jetzt? Du bist doch eine doofe Fritte. Du kannst doch jetzt nicht mit dem Kind das spielen. Bloß weil das da ein bisschen rumplärt. Du sollst die anderen füttern, du doofe... Meine Herren. Jetzt fängt sie an, hier die Kinder zu begrabbeln. Füttern sollst du, wenn überhaupt. Das schlief gerade, du doofe Nuss. Das außerdem hast du das schon gefüttert. Jetzt kümmere dich erstmal um sie da hinten. Dann können wir uns um den Rest mal kümmern. Meine Herren. Du bist eine doofe Nudel. So. Anschließend kannst du sie gerade mal noch baden. So, der Geist von Fabio schwindet. Ja, so soll er. Nepomuk hat großen Hunger. Okay, nicht baden, dann erstmal Nepomuk füttern. Mehr Auswahl. Füttern.
So. Halleluja. So, würdest du das Kind bitte hinlegen? Danke. So, danach kannst du sie dann baden. Babypflege baden. Du brauchst Kontakt. Moment, das können aber doch die hier erledigen. Reden. Unterhalten. Kuss hauchen, angurren. So, Halleluja. Nepomuk und Conny sind soeben gute Freunde geworden. Sehr gut. So, jetzt bade bitte sie. Genau. Und dann können wir derweil hier gerade mal den Kuchen rausholen. Dann können wir sie jetzt nämlich älter werden lassen. Hä? Wo ist mein Kuchen hin? Achso, da haben wir zwei von. Einen mit Kerzen. Martina, Keanu, Kerzen ausblasen lassen, genau. Sehr schön. Waschmaschine ist leer. Ach, sie macht sauber, okay. Und das Waschbecken ist kaputt. Na, Halleluja. Und die Dusche, Badewanne ist dreckig. Darf ich deine Nummer weitergeben? Mach mal. Wie lange hat Conny eigentlich noch? 8 Tage. So, Level 5 der Sozialfähigkeit erreicht und hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Nein, du sollst sie nicht da reinlegen. Du sollst sie älter werden lassen. Und nicht ein Stück nehmen, du doofe, doofe Truller. Mehr Auswahl, helfen, Kerzen. Du bist doch eine blöde Nuss. Meilenstein Kuckuck freigeschaltet. Halleluja. So, danach darfst du hier noch schmutzige Windel wechseln. Wobei, Moment, erster Windelplatzer, na Glückwunsch. Erst machen wir hier nochmal wieder Kerzen drauf. Puh, puh, jawohl, einmal den Kuchen voll sabbern. Sehr schön. Achso, können wir gerade mal gucken, wie sie älter wird. So, sie ist eine Charmeurin. Okay. Level 2 der Denkfähigkeit erreicht. Da gibt es Geschenke. So, mehr Auswahl. Babypflege, Windel wechseln. Huh. Jugendfest hat begonnen. So, dann kannst du helfen, Kerzen auszublasen. Mareike. Das ist schon ein süßes Mädel. Wo willst denn du hin? Du bist eher müde, ne? Dann geh du erstmal schlafen, meine Liebe. Bewegungsfähigkeit erworben. Das ist schon mal gut. So, du darfst das hier gerade mal wegwerfen. Da ist die nächste Windel fällig. Dann können wir hier die Windel wechseln. Jawohl, einmal schön auf den Kuchen sabbern. Dann schmeckt er umso besser. So, sie ist auch eine Charmeurin.
Okay. Mareike. Level 2 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. So, da gibt es wieder Geschenke. Da müssen wir auch gleich noch die Windel wechseln. Mehr Auswahl. Muss nicht gewechselt werden. Ach so, ich muss sie baden. Kinderbetreuung baden. Ja, ja, du wirst müde. Muss trotzdem mal baden und dann darfst du hier das gerade noch reparieren. Die Zeit müssen wir noch haben, ne? Aber ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Strenge Dynamik von mir aus. Und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Yeah.